Herzlich willkommen auf Jump Coaster Fan und willkommen zu einem neuen Review. Und ich rede ja auf jeden Fall auf diesem Kanal hauptsächlich über wirklich richtig coole Bahnen. Und heute kommt eine Bahn, die ja schon cool ist. Also ich dachte, dass sie cool sein wird, die mich aber ein bisschen, sagen wir, enttäuscht hat. Und natürlich geht es um, es geht auf jeden Fall um Silver Star im Europapark. Und bevor wieder irgendwelche Leute ankommen und sagen, dass ich irgendwas gegen den Europapark hätte, sage ich jetzt schon mal vorab, ich finde den Europapark mega geil, ist richtig geil thematisiert, hat auch richtig viele coole Achterbahnen. Und Silver Star konnte mich nicht so überzeugen, aber warum dazu gleich mehr. Bei Silver Star handelt es sich um einen Hypercoaster von B&M und B&M ist eigentlich ein mega geiler Hersteller, wie ich finde. Und ist auch jetzt echt so die höchste Achterbahn und schnellste Achterbahn, die ich bisher gefahren bin. Denn die Bahn ist einfach mal 73 Meter hoch und 127 km/h schnell, genauso wie Kernan, also der Schwur des Kernan im Hansapark. Und beide Bahnen teilen sich somit den Platz für höchste und schnellste Achterbahn Deutschlands. Und ich glaube europaweit sind die Bahnen jetzt auch irgendwie auf Platz 4 oder so, keine Ahnung. Und Silver Star ist schon das erste, was man so vom Europapark sieht. Und sieht schon ganz eindrucksvoll aus, ist halt eigentlich nur so ein Out-and-Back-Layout, was so über den ganzen Parkplatz führt. Hat auch eigentlich viele hohe Camelbacks, wo du denkst, ja, schöne Airtime. Und da spaltet sich die Achterbahn-Nation echt. Und warum sich die Achterbahn-Nation dazu spaltet, ob Silver Star nun Airtime hat oder nicht, dazu nachher mehr. Also erstmal kommt zur Thematisierung und Fahrt und ihr werdet ja alles sehen. Ja, die ganze Bahn befindet sich im Themenbereich Frankreich und hat als Sponsor Mercedes-Benz und da kann man sich jetzt denken, deutscher Autohersteller und französischer Themenbereich, passt nicht so ganz. Ja, kann man jetzt halten, was man möchte. Auf jeden Fall ist auch auf der gegenüberliegenden Seite jetzt vom Eurosat Coastality Eingang die Station, also Valerian und so. Jetzt kommt bestimmt auch nochmal ein Review, keine Ahnung. Und oben über, dann beginnt halt dieser Wartebereich und oben drüber fährt auch kurz diese Bahn, die Bahn lang. Halt nach der Schlussbremse kommt dazu noch so eine kleine Kurve, die halt dann in die Station wieder führt. Und der Wartebereich ist echt kahl außen und null gestaltet, dass so gar nicht zum Europapark passt irgendwie. Und wenn man dann in die Halle reinkommt, fällt auf jeden Fall auf, dass da sich die Mercedes-Benz Hall befindet, wo dann auch sehr, sehr geile Autos stehen, muss ich echt sagen. Aber sonst gibt es da nichts an Thematisierung. Ja. In der Station geht da schon ein bisschen mehr. Die ist zwar eigentlich auch ziemlich kahl gestaltet, aber es gibt immer noch so eine Ampel passend zur Rennsport-Thematisierung. Und wenn die halt abgelaufen ist, fährt der Zug los. Und was auf jeden Fall auffällt, dass die Sitze sehr richtig bequem sind. Und da bedeutet das, obwohl die Bahn 2002 gebaut wurde, wo noch nicht so viel ging. Und es gibt auch einfach Beckenbügel. Geil! Ich hasse Schulterbügel, das sollten eigentlich die meisten wissen. Ja, und wenn man dann auch in diesen sehr, sehr bequemen Sitzen Platz genommen hat, von den Zügen es übrigens drei. Und dann geht es auch den Lifthill hoch und der zieht sich schon echt lange bei einer Höhe von 73 Meter. Aber wenn man dann endlich da hoch oben angekommen ist, geht es auch mit 68,5 Grad Neigung nach unten, bis man dann im Tal angekommen ist und da ja ruckelt die Bahn schon ein bisschen, aber meiner Meinung nach hält sich das echt in Grenzen. Und ja, aber ist es auch normal bei so einer alten Bahn. Und in der Linkskurve geht es dann auch hoch in den ersten Camelback und ob es da jetzt Airtime gibt oder so, dazu später mehr. Gegen Ende. Danach folgt noch ein weiter Camelback, dann eine Overbank Curve, was eigentlich ein Hammerhead Turn ist, aber okay. Dann noch ein weiterer Camelback und dann folgt eine Blockbremse, wo der Zug echt fast zum Stehen kommt, aber dadurch wirst du besonders in den hinteren Reihen richtig in den First Drop reingerissen, was das finde ich wirklich cool bei der Bahn. Dann gibt es noch eine Helix und noch ein weiterer Camelback und dann, was ich auch sehr geil finde, so eine kleine S-Kurve. Und dann ist auch die Fahrt vorbei und nach 4 Minuten ist man dann in der Schlussbremse angekommen. Ja, und 73 Meter hoch, 127 km/h schnell, eine Abfahrt von 67 Meter, 1620 Meter lang, G-Kräfte von 4G und ja, trotzdem finde ich die Bahn nicht so cool. Also ich muss erstmal sagen, ich bin die Bahn nur hinten in der letzten Reihe gefahren und weiß ich jetzt auch nicht, wie viel Airtime jetzt vorne ist, aber ja, es ist halt diese
Floating Airtime, sag ich mal. Und ich stehe halt mehr auf diese krasse Ejector Airtime, wie zum Beispiel Expedition GeForce, die ich aber leider noch nicht gefahren bin, wo ich super Bock drauf habe. Aber zum Beispiel Goliath im Walibi Honda bin ich gefahren und die Bahn ballert dich echt da raus. Und auch Taron hat an vielen Stellen schöne Ejector Airtime. Und das hat Silverstar leider nicht. Und besonders auch wenn es runtergeht, fliegst du auch schön raus. Ja, aber trotzdem. Ich habe zwar nicht wirklich viel von der Bahn erwartet, aber ja, sie ist auf jeden Fall nicht in meinen Top 10 Lieblingsachterbahnen. Das nicht, vielleicht 15, da vielleicht schon. Also ich sag mal so, die Bahn ist keine komplette Katastrophe. Sie ist okay, kann man fahren. Es fährt sich super smooth, ist lang, schnell, hoch. Fehlt dann nur ein bisschen die Airtime und die Thematisierung. Was ich jetzt noch gegen Ende sagen kann, dass es zum Beispiel auch einen Soundtrack gibt, also so nicht unbedingt Soundtrack, ein eigener Song, wo sogar gesungen wird im Soundtrack. Das ist ein bisschen seltsam für Achterbahn, aber okay. Finde ich eigentlich ganz cool, den Soundtrack. Aber was ich jetzt auf jeden Fall mal wissen wollte, wie ihr Silverstar findet, das würde mich auf jeden Fall richtig krass interessieren. Wenn euch dieses Video trotzdem gefallen hat, lasst ein Like da, wenn ihr keine